In dieser Folge von Wetter-Action verpassen wir durch unkonsequentes Handeln einen Bilderbuch-Tornado in Italien, doch ich komme einige Tage später alleine zurück, um eine Superzelle und noch eine weitere Unwetterzelle, vor der Vögel in Schwärmen fliehen und unter der es für ein paar Minuten Hurricane-Feeling gibt, richtig zu chasen. Servus, mit bin ich, der Tobi, am 4. Juli in Frankreich unterwegs. Dachte ich, der Typ hat es drauf. Außerdem. Aber was ist auf dieser Tour mit ihm los? Wir sind in der Zielregion bei Brive-la-Gaillarde. Hier kommt vom Atlantik eine Kaltfront angerauscht und die energiereiche Luftmasse liegt schön unterm Chat im Pyrenäenlee. Eine erste ortsfeste Zelle steht südöstlich und ein leichter Nordostwind weht am Standort. Auf der anderen Seite der Zelle kam fast ein Sturm aus Südost direkt vom Mittelmeer. Ich muss erklären, dass die Front gerade springt bzw. sich die Konvergenz vor der Kaltfront aufbaut. Wir haben hier eine isolierte Zelle an einer Stelle mit bester Dynamik. Erfahrene Sturmjäger zögern da keine Sekunde, um sich an die Vorderseite zu setzen. Aber muss erstmal noch schauen. Durch mein Drängen fahren wir dann doch das Gewitter an und müssen durch dessen Kern, aus dem ein dichter Hagelschauer kommt. Auf der Blitzerton liegt hinter uns ein Cluster los. Und unsere Zelle hat noch keine gescheite Formation, was bei frischen Gewitterzellen immer so ist. Also ein schlechtes Gewitter. Und am Fahren alles gegenchecken. Und ja, das Teil hinter uns blitzt mehr, die ist besser. Das ist ein scheiß Cluster, an dessen Zustrom unsere mögliche isolierte Superzelle hängt. Dann muss auf einen Parkplatz fahren, um das weitere Vorgehen zu besprechen, obwohl wir fast schon an der Vorderseite des wohl gleich größten Unwetters in der ganzen Region sind. Der Hagel erreicht uns wieder und auf mein Drängen fahren wir wieder Richtung Vorderseite der möglichen Superzelle. Doch zu spät, die Straße ist durch Unwetterschäden mittlerweile blockiert, also doch zu dem Cluster zurück, der besser blitzt. Der kommt mit einer Billigchef daher, ordentlich Sturm und am Schluss stehen wir voll im Regen. Am nächsten Tag wird nach Osten verlagert, nach Bella Italia. Und was jetzt kommt, ist der Worst Case. Doch erstmal muss man davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, nach Italien zu fahren. Die Strecke dahin ist das reinste Wegelager. Die ganzen Mautstellen melken dich schon übel. Und dann kommt der Friuli-Tunnel? 44 Euro und 40 Cent wollen die Verbrecher. So, unten in Italien. Erste Gewitter gehen gleich hinter uns bei Turin hoch. Wir warten kurz und verlagern dann nach Osten. Südlich zeigt sich eine Konvergenzzone, an der immer höher stark gescherte Quellwolken sprudeln. Beim nächsten Stopp verdrödeln wir wichtige Zeit, weil da hinten passiert eh nicht mehr viel. Alleine wäre ich viel eher losgestattet als mit der Parkgralle am Steuer. Das Ziel ist auch klar, östlich vor die Gewitterzellen bei Tortona. Dass man dann spontan nach Genua fährt, weil es in die Richtung mal wieder besser blitzt, ist nach zu langem Warten auch schon egal. Der Schock kommt dann über Facebook. Tornado bei Tortona, mein angepeiltes Ziel und ein Bilderbuchexemplar noch dazu. Hätten wir gleich gehandelt, hätten wir ihn wohl erwischt. So ein Prachtteil ist der heilige Gral unter Sturmjägern und das Video hätte schnell einen Haufen Klicks bekommen. Wichtige Klicks auf meinem Weg zum Unwetter-YouTuber. Auf der Heimfahrt starre ich stundenlang in die Ferne und im Kopf kein Warum, sondern nur freie Gedanken. Ich war nicht schuld an der Misere. Nur wo ist der Na gut, in Zukunft halt keine Mitfahrer mehr, die A. nicht positiv denken, B. Sturköpfe, die das Wetter nicht lesen können und beim Chasen ständig mit "Ich würde" daherkommen und C. niemals zögern, wenn die Sache klar ist. Die Monster-Hagel-Unwetterzelle vom 23. Juni 2016 südlich von Eindhoven in Holland haben Daniel Eckert und ich nur als einzige Chaser so extrem gut ablichten können, weil wir die Zeichen des Himmels sahen. Noch bevor das Unwetter ersten Niederschlag und Blitze produzierte, haben wir uns schon in die Zugbahn der späteren Superzelle gesetzt. Für schauen wir mal, war da keine Zeit. Deshalb bin ich am 16. Juli lieber alleine unterwegs als mit den falschen Mitstreitern. Jetzt wird wieder richtig gechased. Nördlich von Bologna fahre ich ohne lange zu zögern eine heftige Entwicklung an, die sich aus einem Cluster heraus entwickelt. Eine richtige ausgeprägte Wolkenfront kommt von Westen her angerollt. Mal schauen, was sich daraus gleich noch entwickelt. Ich war schon bei Modena an dem System dran. Das Teil war so lahm, dass es eine Oma hätte mit Rollator chasen können. Doch jetzt mit der Verstärkung des Systems komme ich selbst auf einer ausgebauten Strada kaum weg.
Über mir hängt die dunkle Wolkenfront, hinter der es richtig finster ist. Ganz hinten, knapp über den Horizont, lässt sich sowas wie ein Infoband, wie bei einer Superzelle üblich, erahnen. Soll das heißen, dass ich hier einen weiträumigen, rotierenden Aufwind hinter mir habe? Ja Mann, so schaut eine richtige, ausgeprägte Gewitterfront aus. Dunkle Wolken, die bis zu dieser Bergkette da hinten reichen. Ich gewinne etwas Abstand zum Gewitter. Hinter mir kommt der typische flankierende Abwind von einem rotierenden Gewitter runter. Zu sehen an dem Helm wie reich vor der Böenfront. Diese läuft rechts in einer Kurve in das Rotationszentrum. Über der Kurve ist deutlich Infobewölkung zu sehen. Alter, ich bin hier wirklich an einer ausgewachsenen Superzelle dran. Welch Power die Zelle hat, zeigt der brutale Abwind, der da hinten aus dem Maul des Unwetters zu Boden geht. In den Örtchen Molinella decken nur wenige Kilometer entfernt Orkanböen Dächer ab und fällen dicke alte Bäume an einer Allee. Wo ich fahre, geht nur wenig Wind. Die Formationen da hinten schauen aus wie gemalt, so schön dynamisch und von entfesselten Winden geformt. Auf der Piste kann ich gut Gas geben, die Blitzer-App meldet auch keine Wegelager auf der Strecke. Ich schaffe es, ein paar Meter auf die Superzelle gut zu machen. Sogar für einen Halt ist mal kurz Zeit, nur leider schwächt sich die Superzelle ab und Regen fängt an, die Meso einzupissen. Was soll das? Kann sie nicht kurz warten, weil genau jetzt hat sie angefangen, richtig schöne laminare Formationen auszubilden. Ich erwarte doch nicht viel, aber mindestens 7 Schelfschichten um die Meso gewickelt sollten es schon sein. Ich fahre nach Südosten, um wieder in die super schwüle Adria-Luftmasse zu kommen, die von 25 Grad pisswarmen Wasser gespeist wird. Taupunkte um und über 20 Grad sind hier im Sommer Standard. Ich fahre durch den Starkregen, über mir ist die Silhouette einer von Ost nach West ausgerichteten fast stationären Schelfcloud sichtbar. Sie markiert den Bereich, wo die kalte Niederschlagsluft auslaufen will, aber ein warmer Wind von der Adria dagegen hält. Das geht nicht gut aus. Wieder im Warmluftbereich. Kurz dachte ich, jetzt fackelt mir die Bude ab. Irgendwas muss sich zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe eingeklemmt haben und qualmt gewaltig. Ich kühle die Bremse schnell mit einer Wasserflasche, was gut zischt. In so einem Fall wäre ein Kamerateam sinnvoll, das nur den Tobi filmt. Kurz geschaut, ob Bremsöl den Rauch verursacht hat, aber alles dicht. Mit einem Leck in der Bremsleitung ist die Weiterfahrt lebensgefährlich und ich hätte den Abschleppwagen rufen müssen. Also geht es weiter einer neuen Zelle entgegen. So schaut ein frisches Unwetter aus, recht unspektakulär, doch das Umfeld, wo sie hochgeht, ist ähnlich wie am 4. Juli in Frankreich. Mit zunehmender Reife des Gewitters bekommst du dann auch coole Formationen. Das Radar am Flughafen Ravenna. Auch wenn kein Wetterradar, macht es sich trotzdem gut mit der frischen Gewitterzelle im Hintergrund. Ich düse weiter nach Südosten, um in die Zugbahn des Unwetters zu kommen. Das Gewitter da hinten steht die ganze Zeit fast ortsfest und frisst sich richtig in die südwestliche feuchte Hauptströmung rein, bis diese Nahrungsquelle von dem flankierenden Abwind gekappt wird. Dann nimmt sie richtig Fahrt Richtung Adria auf. Nur noch von dort bekommt sie jetzt frische Warmluft. Bedrohliche Formationen bauen sich innerhalb von 5 Minuten auf. Eine schöne turbulente Böenfront bildet sich dort hinten an dem Unwetter aus. Ich halte, die Botanik versperrt mir die Sicht nach Westen. Da sehe ich eine Palette, die wie in einem Computerspiel zum Hochklettern an einem soliden Verteilerkasten aus Beton platziert wurde. Also mache ich das, was vorgesehen ist, um die volle Dramatik an Wetteraction in mich aufzusaugen. Unzählige Wasservögel starten in Schwärmen gleichzeitig von einem nahen See durch, um den Unwetter zu entkommen. Am Himmel funkeln die weißen Unterseiten ihrer Flügel unter der mächtigen Gewitterzelle. Und dann die Böenfront und der Niederschlagskern. Klar ist das nicht die Mega-Krawallzelle, aber das Gesamtbild sorgt für die erhabenste Stimmung, die ich dieses Jahr bisher erlebt habe.
Wieder im Wagen, den man in den letzten Minuten hätte klauen können, ohne dass ich es bemerkt hätte. Schlüssel steckt, Geldbeutel, alles drin. Es kommt ein schwerer Gewittersturm aus Nordwest drüber gepeitscht. Zum Höhepunkt des Gewitters sind vielleicht sogar ein paar Orkanböen mit dabei. Ich stelle mich unter eine Tankstelle, falls doch Hagel kommt. Die Pächter stehen gleich neben mir und ziehen sich auch die Show mit rein. Es kann gerade eh keiner tanken, ohne pitschnass zu werden. Jetzt gibt es pures Hurricane-Feeling. Der Regen kommt nur noch so waagerecht in dichten Schwaden daher. Das Unwetter lässt nach. Ich tanke gleich an der Tanke auf und suche mir dann einen direkten Weg Richtung Strand, um von dort aus die Rückseite zu beobachten. Es ist wie in Deutschland hier. Nirgendwo darf man durchfahren, außer man fährt Fahrrad. Also doch über die Hauptstraße Richtung Strand. In Lido di Savio bin ich dann am Meer. Ich stelle mich als Abschluss für das Video noch schöne Blitze über dem Meer vor. Doch ein neues Gewitter zieht auf, da südlich von mir Nebelbänke bzw. sehr tiefe Wolken, die über dem Wasser hängen, in sich reinsaugt. Es folgt eine Tropendusche. Obwohl die Bettenburgen voll sind, treffe ich am Strand nur einen genervten Strandbarbesitzer, dem es gerade das Abendgeschäft wegspült und der gerade seinen Laden für heute schließt. Kaum jemand von den Touristen geht zum Meer und genießt die tolle Stimmung, obwohl man sich hier überall unterstellen kann. Die Blitze wollen nicht zurecht, also mache ich noch Zeitraffer von den herrlich dynamischen Wolkenbewegungen. Habt ihr gesehen, wie man richtig chased? Immer voll drauf, wenn die Sache klar ist. Allen einen schönen Tag, Servus, der Tobi.